Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar habe ich eine ganz wundervolle Frau da, die schon lange in meinem Kosmos ist, aber wir uns noch nie so persönlich unterhalten haben, wie wir es heute machen werden. Und zwar ist die liebe Beate Glößer da. Hoffentlich habe ich den Nachnamen doch richtig ausgesprochen. Mein Gott, wir haben gerade eine halbe Stunde über ihren Nachnamen gesprochen, dafür, dass ich ihn jetzt hoffentlich richtig gesagt habe. So. Sie ist Coach für die universellen Gesetze, selber schon mega erfolgreich, auch unterwegs. Und bei ihr geht es viel darum, auch die Intuition ins Business und ins Leben reinzubringen. Und da sind wir ganz gespannt, vor allem, weil wir heute über das geilste Thema sprechen, nämlich Money, Money, Money. Herzlich willkommen, liebe Beate. Danke, liebe Marina, und ich freue mich so sehr auf unser Gespräch. Sehr schön. Beate, magst du vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu dir sagen, so ne, zum Ankommen hier? Wer bist denn du und was treibst du denn sonst so, wenn du nicht gerade bei mir im Interview bist? Wer bin ich denn so? Also, ich finde das immer so, für sich selbst vorzustellen, so die beste Aufgabe überhaupt, ne? Also, das war jetzt ironisch gemeint. Ich könnte so viele Dinge über mich sagen und vielleicht das, was jetzt gerade so intuitiv hochkommt. Ich bin ein Coach oder ich bin Mentorin für Menschen, die große Ziele haben, die weit kommen wollen, die ihrer inneren Führung folgen wollen und so das Gefühl haben, die wollen einfach mehr in ihrem Leben, als sie bis jetzt haben. Und weißt du, dann bin ich Mutter, dann bin ich Ehefrau, dann bin ich so viele andere Dinge noch. Aber das ist so das, was die berufliche Ebene bei mir angeht, weil ich liebe es, selbst zu wachsen und weiterzugehen, mich so ein bisschen auch zu challengen und zu gucken, was ist noch alles möglich. Und das ist etwas, was mich antreibt und die Menschen wahrscheinlich, die zu mir kommen. Also da Ja, ist ziehen wir uns witzig. an. Das ist auch mein Antreiber tatsächlich. Ich habe es letztens auch gesagt, weil ja alle sagen, ja, und ne, ey, mir fehlt noch mein großes Ziel und meine Vision und was weiß ich was. Und ich so, ja, was, wenn du einfach loslaufen könntest, weil du es geil findest, zu wachsen und ne, deine eigenen Ziele zu erreichen und. Ne? Also wir haben ja oft so eine Bewertung drauf irgendwie, ne? So, dass du erstmal so dieses riesen Big Picture brauchst und Ja. möglichst noch im Gemein, also so wohlnützig oder gemeinnützig, so ist es richtig, gemeinnützige Sachen, und wenn das nicht ist, dann ist es nicht gut und. Ja, genau. Ich bin einfach geil auf Wachstum. Ich liebe Wachstum. Ja, und ich glaube, Marina, sogar, dass das ein, dass es uns Menschen, dass das unser, ja, wie soll ich sagen, dass das letztendlich uns ausmacht. Wir sind hier, um zu wachsen, um uns zu erfahren und neue Erfahrungen zu machen, was wiederum zum Wachstum führen. Also das ist das, warum ich hier bin. Also warum sonst? Und dann sind die Ziele oder die Intentionen, die wir uns setzen, dafür da, dass sie uns praktisch eine Richtung vorgeben und wir einfach starten, weil mit jedem Schritt, den wir dann machen, bewegen wir uns auf irgendwas zu. Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht das Ziel, was wir uns am Anfang gesetzt haben, weil es sich verändert im Laufe der Zeit. Aber wir haben uns bewegt und wir sind gewachsen. Ja, definitiv. Aber lass uns genau da einsteigen, weil das ist, glaube ich, das beste Thema zum Thema Money, ne? Also Money, Money Mindset und. Ich meine, das ist auch so ein total vergriffenes Wort eigentlich schon, aber irgendwie trifft es das halt total gut. Und ich kann mich erinnern, wir haben jetzt unser Unlimited Fullness Programm beendet, und so in der letzten Session habe ich so auch nochmal gefragt, so, und wer von euch will jetzt Millionärin werden, ne? So, und da blicken mich dann irgendwie 30 Gesichter an, ne? So ein Teil sofort gestreckt, ich, und ein Teil noch so leicht zögerlich und ein Teil gar nicht. Und ich dachte so, okay, was passiert da in dem Moment, wenn man sich das nicht erlaubt? Und dann kommen welche, die dann zum Beispiel sagen, naja, mir wird es schon reichen, wenn ich jetzt meine Rechnungen bezahlen könnte. Mir reicht das schon, ne? Also so O-Ton, ich brauche ja jetzt nicht irgendwie eine dicke Yacht. Mir reicht schon, wenn ich zum Wellness gehen könnte und. Und dieses, mir reicht schon das und das, was ja irgendwie gleichzeitig die Tür schon zuschlägt für so viel mehr, was ja auf einer komplett selbstverständlichen Art und Weise möglich wäre. Ne? Also, wenn man sich dafür öffnet, letzten Endes. Ne? Ja, letztendlich ist es schon die Limitierung, die du von Anfang an dem hergibst. Also das heißt, noch bevor du überhaupt gestartet bist, dir ein Ziel gesetzt hast, sagst du eigentlich in dem Moment schon,
das wird mir schon reichen. Also, und ich arbeite gerne mit großen Zielen, kennst du sicherlich auch die C-Ziele, die du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, wie man die überhaupt erreichen kann. Und wenn das unerreichbare Ziel schon ist, dass du sagst, mir reicht schon, dass ich eine Massage mir buchen kann jede Woche, ja, es macht den Raum komplett zu. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass gerade diese Öffnung dieses Raumes, dieses sich erlauben, auch überhaupt erst groß zu träumen, dass ich dann jemandem was wegnehme, wenn ich was träume, dass ich überhaupt, dass ich diesen Raum aufmache, den groß mache, dass es mich kreativ macht, dass es anfängt, in mir Dinge zu bewegen, dass ich anfange dadurch inspirierter zu sein, motivierter zu sein, dass ich dadurch so ein On-Fire-Ding bekomme, ja. Das war für mich eine geile Erfahrung. Und es geht nicht darum, dass ich es brauche. Also wir brauchen nicht die Yacht, wir brauchen auch nicht die Prada-Tasche oder wir brauchen auch nicht Gucci-Gürtel oder so. Also wir brauchen diese ganzen Dinge nicht. Und das ist mir auch immer wichtig, dass ich das sage, weil das habe ich auch vor 2 Jahren nicht gebraucht. Ich brauchte das nicht vor 10 Jahren. Nur vor 10 Jahren habe ich das immer wieder schön betont, ich brauche das nicht. Und ich habe das immer schön betont, ich brauche das nicht, weil ich bin ja so ein guter Mensch und ich bin ja so bescheiden. Bescheiden war für mich so eine Eigenschaft, die ich bewundert hatte. Das hat man mir so beigebracht und ich war sehr stolz darauf, sehr bescheiden zu sein und habe dabei übersehen, dass ich dadurch, dass ich das immer wieder gesagt habe, dass ich dem Universum dadurch immer wieder gesagt habe, naja, ich will das auch nicht. Weil das, was ich jetzt habe, das reicht mir vollkommen aus und habe dabei die Tatsache vergessen, dass es vielleicht auch mal um die Erfahrung geht. Nicht ich brauche es, sondern wie ist es, wenn ich mir das erlaube? Wie ist es, wenn ich vielleicht Privatjet fliege? Wie ist es, wenn ich mir erlaube, Business Class zu fliegen? Wie ist es, wenn ich mir diesen Service erlaube, der dahinter steckt? Weil es ja gar nicht nur, also gerade wenn man solche Dinge zum Beispiel einkauft, geht es ja gar nicht. Also ehrlicherweise nicht nur um das Ding, was du dann nachher hast, sondern es Ja, geht das Ganze um den drumherum, ganzen Service, es geht um die Menschen, die dir was zeigen, wie sie dich beraten, wie du dich fühlst, wie sie das sogar auch einpacken, wie sie dich nach Hause schicken, wie sie dich zur Tür begleiten. Und du denkst nur so, wow, ja, also das ist einfach das ist eine Erfahrung. Und ich kann natürlich mir die ganze Zeit erzählen, ich brauche es nicht, ja, weil brauchen tun wir es nicht zum Überleben, das ist ja ganz klar. Aber was ist, wenn ich hier in dieser Welt bin, um Erfahrungen zu machen, und zwar solche, die eben so ein bisschen anders sind, wo ich von der Fülle des Lebens, die mir das Leben bietet, auch mich ein Stück bediene, um dann überhaupt die Erfahrung zu machen, mag ich das oder mag ich das nicht? Weil die Wahrheit ist, wenn ich diese Erfahrung vorher nicht gemacht habe, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ob ich das überhaupt haben will oder nicht. Erst wenn ich die Erfahrung gemacht habe, ja, und dann kann ich sagen, ah, okay, krass, das hat schon was gemacht mit mir, es war schon irgendwie schön. Oder, ah, okay, nö, also ehrlich gesagt möchte ich das nicht. Nur hier auch aufpassen, hier gibt es auch Menschen, die sagen, ja, ich mache die Erfahrung, um mir zu beweisen, dass ich es nicht brauche. Ne? Ja, Also das ja, ja. auch. Das gibt auch Menschen, die buchen sich Seminare, um sich zu beweisen, dass Seminare nichts bringen. Ne? Das ist wirklich wahr, ja. Ja. Das ist wirklich wahr. Es ist interessant, aber es ist wirklich tatsächlich wahr, weil die immer wieder dieses Programm ablaufen. Für mich geht es nicht. Ja, Oder genau. das funktioniert für mich. Also wenn schon sogar für die anderen funktioniert, aber für Ja. mich nicht, Ja, ja. ja, ja. Aber ich glaube, also ich meine, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, es gibt ja kaum ein Thema, was so sehr behaftet ist mit Vorurteilen, Ängsten, Schuld, Zweifeln und, wie das Thema Geld. Und wenn ich da immer so reinfühle, auch in meinen Gruppen, ist es ja oft dieses, sie setzen sich keine großen Ziele, weil sie entweder Angst davor haben, es nicht zu schaffen, oder weil sie Angst davor haben, überfordert zu sein. Und dann sage ich immer, jetzt stell dir vor, es wäre genauso einfach, 1000 Euro zu verdienen wie 100.000 Euro. Wofür würdest du dich entscheiden? Und dann nehmen alle die 100.000 Euro. Aber weil ihr Programm ihnen sagt, es ist schwieriger, 100.000 Euro zu verdienen wie 1000 Euro zu verdienen,
sagen sie, dann nehme ich lieber, ne, wie heißt es, die Taube, nee, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, oder wie rum heißt es, Ja, diese ja, ja. Sprüche, du weißt, was ich meine. Frag mich nicht bei solchen Ja, Sprüchen. aber Aber da ich gibt es weiß, ja was du meinst, ja. so ein Ja. sinnfreies Ja, die nehmen das Sprichwort. Bekannte lieber, ne? Also Ja, sie nehmen genau. lieber das Bekannte, als sich ins Unbekannte zu stürzen. Und ich möchte das sogar in Schutz nehmen, ja, weil an sich ist es ist total nachvollziehbar. Ich habe das auch jahrelang gedacht, weil Ich die auch. Programmierung, die wir durchlaufen, ja, ne, also die Programmierung, die wir durchlaufen, ist: Willst du mehr Geld haben, musst du mehr arbeiten, musst du dich mehr anstrengen. Und das kommt aus dem Paradigma oder beziehungsweise aus der Praxis, Zeit gegen Geld zu tauschen. Und wenn wir natürlich diesen Prozess weiter übertragen und denken so, okay, ich arbeite jetzt schon so viel, ich arbeite mir den Arsch ab, ja, auf Deutsch gesagt, und ich bekomme jetzt 5.000 Euro, ja, wie ist es, wenn ich dann 100.000 Euro verdiene, ja, also dann bin ich mir wichtiger, meine Gesundheit, und dann kommen ganz, ganz viele Dinge, weil man dann davon ausgeht, unterbewusst, ne, das ist ja alles unterbewusst gespeichert, und das ist so, das hinterfragen wir ja gar nicht, dass da einfach eine große Anstrengung zum Beispiel damit einhergeht. Oder ich habe viele Jahre lang gedacht, ja, die anderen können es, ich nicht. Also das war auch mein Programm, das ich gefahren bin. Oder ich als Frau kann das nicht. Also mein Mann verdient immer mehr Geld als ich. Also das kann ja nicht sein, dass ich, ne, hier komme und irgendwie Unternehmerin bin. Also ich hatte so viele Identitäten mir zurechtgelegt, und das tun wir ja alle. Wir haben bestimmte Art und Weise, wie wir über uns denken. Also wir haben so eine bestimmte Identität. Alles, was wir sagen, ich bin so, ja, ich bin so nicht der Unternehmertyp zum Beispiel. Ich bin nicht so der Unternehmertyp, ja. Ja, ich meine, das hat, so ein Satz hat große Konsequenzen. Du sagst das vielleicht so lapidar, weil du vielleicht nicht in einem Unternehmerkreis aufgewachsen bist, aber dieser Satz hat große Tragweite, weil damit zusammenhängt, du wirst kein Business machen, du kannst mit Geld nicht umgehen und so weiter und so fort. Und ich bin heute sehr, sehr achtsam, was ich über mich sage, was ich über mich denke. Weil das, was ich über mich denke, das ist das, was ich dann im Außen mir beweise. Ja, das ist das, was ich dann im Außen erlebe. Und das ist das, was mir im Außen als Ergebnis wieder gespiegelt wird. Denn die Ergebnisse im Außen sind die Projektion von dem, was ich bin, wer ich bin, wie ich denke über die Welt. Und wenn ich das weiß, ist es schon mal geil, weil ich dann mich verändern darf, wenn ich was anderes haben will. Ja, es ist die Eigenverantwortung, ne? Ja, absolut. Beste Überleitung zum kleinen Werbespot zum Thema Eigenverantwortung. Denn wenn du noch mehr Verantwortung übernehmen möchtest für dein Geld, lade ich dich ganz herzlich ein zur Financial Freedom Experience, die bald wieder stattfindet. 6 Tage, wo wir uns ganz, ganz intensiv mit dir, mit deinen Geldthemen beschäftigen und du für dich schon die ersten Lösungsschritte gehen kannst, wie du wirklich in deine wahre Größe kommst und dadurch auch wirklich das Geld und mehr verdienst, was du verdienst. Also, wenn du Lust hast, dabei zu sein, melde dich kostenfrei an. Wir verlinken das hier in den Shownotes. So, jetzt bin ich wieder da. War einfach die perfekte Überleitung, musste kurz Ja, werden, aber naja. absolut. Ja, und übrigens, das ist auch etwas, kann man vielleicht hier mal für alle, die hier auch zuhören, wie sehr traue ich mich auch über das, was ich mache, so locker und also lässig zu sprechen, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt. Die meisten, ist die Wahrheit, trauen sich nicht. Die wollen ihre Programme verkaufen, aber trauen sich nicht, über ihre Programme also ich will nicht mal sagen zu bewerben, sondern einfach mal darüber zu sprechen, Da ja? fängt es ja schon Weil, an, ne? ja, Bewerben weil, ist ja schon die höhere Kunst eigentlich. ja, aber einfach mal zu sagen, hey, weißt du was, hier habe ich was und du kannst es haben. Ja. Ja, Angebot hier, ich biete es dir an und du nimmst, wenn du möchtest. Und wenn nicht, ist auch okay. Also ich habe da eine ganz, ganz eine leichte Art und Weise zum Thema Verkaufen, weil ich inzwischen das Thema Verkaufen liebe und inzwischen das Thema Verkaufen für mich das Selbstverständlichste der Welt ist, weil es einfach dazugehört. Von daher. Ja, und auch da, aber ich sehe auch immer wieder eine Verbindung zwischen dem Thema Verkaufen und dem Thema, ich bleibe jetzt mal bei Money Mindset, auch wenn ich das Begriff nicht so mag, aber da gibt es einfach auch so eine ganz klare Verbindung, die ich immer wieder feststelle. Wenn du ein gutes Verhältnis zu Geld hast, dann traust du dich auch, den Wert, ne, zu nehmen, was du dir aktuell erlauben kannst. Das ist ja auch, ne, immer was, was sich entwickeln darf.
Und dann traust du dich auch über Geld zu sprechen. Und wie viele trauen sich denn gar nicht, über Geld zu sprechen, geschweige denn, mal mehr zu nehmen? Wie oft höre ich, ja, in meinem Markt ist üblich, das und das und das zu bekommen. Da sage ich immer, mir scheißegal, was in deinem Markt üblich ist. Ne? So, Ja. was ist deine Leistung wert? Was steckt da alles dahinter? Ne? Und da fängt für mich auch beim Verkaufen, ist für mich auch voll Money Mindset. Ne? Natürlich. Natürlich, warum wollen wir nicht verkaufen? Weil wir ja so gut sein wollen und wir haben ja gelernt, wenn wir gut sind, nehmen wir Geld nicht für das, was wir tun. Ich verstehe zwar nicht den Zusammenhang, aber also das ist uns halt so beigebracht worden. Und in dem Moment, wo wir für etwas Geld nehmen, kommt das so was, ich weiß nicht, so was Unanständiges irgendwie. Ja, Und Geld viele ist glauben, wir sind dann, unanständig, das ist ja oft ja, dann. es ist unanständig, jetzt dafür Geld zu nehmen, weil ich muss ja so ein gut Mensch sein und gut Mensch hilft einfach so. Und die Wahrheit ist, also meine Wahrheit ist, und meine Erfahrung ist auch, wenn ich für irgendetwas bezahle, ist mir das mehr wert. Und ich bin viel committeter, als wenn ich das kostenlos habe. Ja, ich Natürlich. liebe, also ich gebe auch viel, also wir haben auch kostenlose Angebote, ja. Und es gibt einiges, was man von mir auch hören kann, ob es in unserer Facebook-Gruppe, also ich habe auch Podcasts, zu dem du ja eingeladen bist. Also, ne, also das ist ja auch alles, was wir weitergeben, wo die Menschen auch lernen können, wo sie sich inspirieren lassen können. Aber es ist ein anderes Arbeiten, ja, als wenn jemand in meinen Raum kommt und von mir begleitet wird, dafür Geld bezahlt hat, ein anderes Commitment hat und auch die Dinge ganz anders umsetzt, weil wir haben kein Thema mit Wissen. Auch vielleicht das, was du hier hörst, hast du vielleicht schon mal gehört, vielleicht anders hast du gehört, vielleicht hörst du es heute mit einer anderen Energie, vielleicht wird das heute auf anderen Boden fallen, heute wirst du das nochmal tiefer verstehen, ja. Und in dem Moment, wo du Geld nimmst, ja, oder Geld gibst für etwas, hat es eine andere Bedeutung, weil Geld für uns einfach ein Commitment-Medium irgendwo auch ist. Es ist Energie. Geld ist Energie. Das heißt, du gibst ihm mehr Energie. Genau, ja, total, ja. Ja. Was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung sagen, wenn jetzt hier die eine oder andere zuhört, die sagt, oh, warte mal ganz kurz, oh, jetzt habe ich gemerkt, ah, da ist vielleicht noch was, da ist noch was, ne? Mir fallen jetzt so bestimmte Dinge auf. Was ist denn für dich so ein effektiver Weg? Ich sag mal, wenn man jetzt nicht so eine gute Energie zum Thema Geld hat, ne, was ja viele haben, dass, ne, ich hatte heute noch mit einer gemeinsamen Bekannten von uns ein echt spannendes Gespräch, die halt Geld immer nur als Anstrengung und Arbeit und das ist schwer und Geld verdienen darf nicht leicht sein, ne, so empfindet. Was würdest du da sagen? Wie kriegt man sowas am schnellsten für sich gelöst, um sich zu erlauben, wirklich Spaß zu haben, zu spielen und eben Geld dann auch auf eine ganz andere Weise zu empfangen? Also ich glaube, es gibt da keine Pauschalantwort da drauf und es gibt dieses, vielleicht können wir uns auch davon ein bisschen lösen, dieses, es muss irgendwie schnell und eins und dann ist es auf einmal anders, ja, weil wir sind ja Menschen und wir haben unsere Gewohnheiten, wir haben unsere Gedanken, Gefühle, wir haben unsere Erfahrungen und das heißt, das macht uns einfach aus. Wir sind programmiert durch das, was wir alles erlebt haben. Und jetzt ist es, für mich ist so die Veränderung, also auch beim Thema Geld, ich habe ja irgendwann mal die Entscheidung getroffen. Also bei mir war das so der Weg, ich komme aus dem sozialen Bereich, ich habe im Kindergarten gearbeitet, ich habe Kindergärten beraten. Also ich bin aus einem Bereich gekommen, wo das Geld, ich will nicht sagen, kein Thema war, weil es war ein großes Thema, aber im Sinne von, weil es kein Geld gab, also so, ne? Also weil du nicht gut bezahlt wirst in diesem Bereich, aber an sich alle das machen, weil sie ja gut sein wollen und viele sind da auch so ein bisschen Helfersyndrom, ich will helfen und Geld ist nicht so wichtig. Auf der anderen Seite gehen sie auf die Straße und fühlen sich nicht wertgeschätzt, also auch ein bisschen widersprüchlich. Aber letztendlich ist das Thema Geld, zumindest wenig Geld, ein Thema. Also es ist nicht so, ich helfe und deswegen nehme ich gutes Geld dafür, weil ich mache es ja am liebsten auch umsonst. Und ich bin da rausgegangen und habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ich will mehr Geld haben, ich will Geld verdienen. Ja, ich investiere auch so viel in mich,
an Weiterbildung, an Ausbildungen, an Selbstmentorings mich begleiten lassen und ich will das. Das heißt, der erste Schritt ist überhaupt die Entscheidung zu treffen, aus meiner Sicht zu sagen, okay, ich will das Geld jetzt lieb gewinnen. Also ich möchte mich mit Geld so, ja. Ich und Geld sind so heute. Also ihr verbündet Geld. Euch sozusagen. Ja, im genau. Podcast also sieht man das Handzeichen nicht. Ja, ach so. Das stimmt. Aber auf YouTube hast du gesagt, es wird noch ja, auf ja, YouTube. Genau. Also ihr könnt euch auf YouTube, also, aber ihr wisst was, ne? Also ich bin dicke mit Geld, ja. Ich und Geld, wir mögen uns, wir spielen miteinander, Geld kommt, Geld geht, ich halte nicht am Geld fest, weil ich weiß, Geld kommt ja eh zurück und bringt Freunde und so. Aber das heißt, im ersten Moment war dieses, ich will. Und ich will es lernen. Also das war auch wirklich so dieses, ich will es lernen. Es gibt Menschen, die das beherrschen. Das heißt, von wem lerne ich es? Ich lerne von den Menschen, die es beherrschen. Und wenn ich so rückblickend, wenn ich das so ein bisschen anschaue, ich wusste damals nicht, dass ich so ein schlechtes Mindset habe. Heute rückblickend weiß ich, dass ich wirklich ganz viel Aber sowas bei mir auch. Ich habe gehört, ich habe schon ein geiles Mindset und dann plötzlich dachte ich, um Gottes Willen, ja. Was ist los? Ja, ich hab wirklich gedacht, ich war ja schon Coach, ich war ja schon, habe auch schon, ich fand mich schon echt gut. Was übrigens auch ein Geheimnis ist, du darfst dich an jeder Stufe, wo du bist, richtig gut finden. Ja, du darfst immer gucken, was ist an dir schon genau perfekt und gleichzeitig, was willst du noch lernen? So, und dann ist es, dann habe ich praktisch gelernt, wie man über Geld noch denken kann. Und eine wichtige Sache war, dass ich mich irgendwann mal, und vielleicht ist es das so die Antwort, die ich ein bisschen den Menschen hilft, sofort was zu verändern. Ich habe mir die Frage gestellt, wer bin ich, wenn ich die Millionen habe? Wie denke ich dann über Geld? Und für mich war schon immer das Ziel, auch als ich noch kein Geld hatte, aber ich habe immer so das Ziel gehabt, für mich spielt Geld keine Rolle. Also ich wollte zwar Geld, aber für mich spielt Geld keine Rolle. Für mich ist Geld nicht das Entscheidungskriterium, sondern für mich ist das Entscheidungskriterium, will ich oder will ich nicht. Und wenn ich will, wie mache ich es mir möglich? Und ich wollte immer dieses diese Lebensqualität von diesem Gefühl. Und wenn ich aber mir mein Leben angeschaut habe, wie ich gelebt habe, war das nicht meine Realität. Meine Realität war, dass ich als erstes überall, Marina, ohne Scheiß, überall habe ich geguckt auf das Preisetikett. Ja, ob das beim Essen gehen war oder ob das bei Kleidung einkaufen war, ob das sogar bei der Butter war. Ja, ich habe überall geguckt, was kostet es. Und als ich mich dann praktisch wirklich mit meiner Identität so zutiefst beschäftigt habe und in die Tiefe gegangen bin, wer bin ich dann, wenn ich die Millionen habe, dann war das der erste Punkt, dass ich dachte, das darf ich verändern. Also bedeutet, wenn Geld da ist, in Fülle, dann ist nicht Geld das Entscheidungskriterium. Das bedeutet, dass ich als erstes schaue, was will ich und wie will ich es haben. Weil die Wahrheit ist, dass ich schon auch wegen Preis Dinge gekauft habe, die ich nicht haben wollte. Also auch nicht nur die, also wir kaufen oft Dinge, weil die billig sind und glauben, dass wir dann etwas gewinnen, sparen. Stäbchen und gemacht. Dann ziehen wir es nicht an zum Beispiel. Oder dann kaufen wir, dann bestellen wir ein Gericht, was uns eigentlich gar nicht so richtig gut schmeckt, aber denken, es ist halt günstiger. Und die ganze Zeit haben wir im Kopf, oh, hätte ich es doch das keine Ahnung, den Steak gekauft oder so. Ja, ja. Oder bei Kleidung genauso. Und dann kaufst du halt Dinge, die du gar nicht haben willst. Und dann habe ich angefangen, das zu praktizieren. Also wirklich in den Laden zu gehen. Also erstens habe ich immer einen Money-Magneten in meinem Geldbeutel. Das ist ein 500-Euro-Schein. Und den habe ich schon wirklich lange. Das heißt, ich habe immer den Glaubenssatz, ich habe immer Geld. Ja. Ich habe immer Geld und ich fühle mich immer, ich habe immer Geld. Das heißt, egal wo ich hingehe, ich habe das Bewusstsein, ich habe Geld und ich kann mir alles kaufen. Ja gut, jetzt wenn ich zu Gucci gehe, kann ich mir vielleicht nicht alles kaufen aus dem Laden, aber damals so jetzt mit dem 500-Euro-Schein habe ich gedacht, egal wo ich hingehe, könnte ich mir alles hier kaufen. Vielleicht nicht alles auf einmal, aber so alles, was ich will, kann ich haben. Und das ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, so hey, ich kann mir das kaufen und dann schaue ich, was will ich haben, bevor ich auf das Preisschild gucke.
Und auch hier bedeutet es nicht, dass ich mir das sofort kaufe, sondern es geht darum, dass ich mir das angucke, wähle und dann sage ich, ah, okay, das würde ich gerne haben. Und dann sollte es so sein, dass es zum Beispiel so außerhalb meiner Preiskategorie ist. Da sage ich keinem hier, hey, kauf's trotzdem und verschulde dich. Ja, ja. Sondern ich sage eher, dann würde ich sowas sagen wie so, oh, wenn ich aber wollte, könnte ich's haben. Weil die Wahrheit ist, auch wenn es dann 1.000 Euro kostet, ja, oder 500 und du willst ja die 500 nicht anbrechen, das Bewusstsein zu haben, ich könnte es kaufen, aber ich mache es jetzt gerade nicht, ist ein anderes, als wenn ich mir sage, ich kann es mir nicht leisten. Ja, genau. Und die meisten Menschen sagen sich immer und immer wieder, ich kann es mir nicht leisten, ich kann es mir nicht leisten, ich kann es nicht haben. Und das führt dazu, dass du mehr und mehr Situationen in deinem Leben kreierst, die dir genau das widerspiegeln, du kannst es dir nicht leisten. Und das ist so das, was ich, wo ich sehr, sehr bewusst bin, auch heute noch, wenn ich irgendwo gehe, welche Gedanken kommen beim Einkaufen, beim Bezahlen. Wenn ich zum Beispiel bezahle und Angst habe, dann weiß ich, ah, okay, aufpassen, ne? Also was ist das jetzt? Willst du das jetzt hier gerade wirklich haben? Also weil bezahlen, also der Vorgang des Bezahlens ist so ein, für mich so ein heiliger Prozess so ein bisschen auch, ja. Wenn ich zum Beispiel etwas bezahle und Geld weggebe ins Universum wieder, in den Umlauf, dann sage ich mir immer, hey, danke, danke, dass ich mir gerade jetzt was gebe. Ja, danke, danke, dass ich jetzt gerade etwas empfange, weil das ist ja, ich empfange etwas. Und dann sage ich gleichzeitig, und danke, dass du 10-fach zu mir zurückkommst. Ja. Das war für mich auch, glaube ich, somit der größte Game Changer, wirklich dieses nicht mehr gucken zu müssen. Einfach reinzufühlen, was will ich jetzt? Ne? So. Und das dann einfach machen zu können. Und ich glaube, das ist dann auch am Schluss, ne, es geht ja immer viel um Freiheit, ne? Und ich glaube aber wirklich, dass dann Freiheit auch kommen kann, wenn du eben auch diese finanzielle Freiheit oder diese finanzielle Unabhängigkeit zumindest hast, ne? Weil es gibt so viele, die sagen, naja, ich habe zwar kein Geld, aber ich bin trotzdem frei. Ich meine, vielleicht bin ich da einfach verquer in meinem Denken, aber ich meine, ich kenne ja auch, was es bedeutet, kein Geld zu haben, ne? Mit gepfändetem Konto, mit keine Wohnung mehr, kein nix mehr. Und also vielleicht war ich da spirituell noch nicht weit genug, aber ich habe mich da nicht frei gefühlt, wenn ich einfach in jeder Minute drüber nachgedacht habe, wie kriege ich jetzt Geld, ne? Ja. Und ich glaube, der Weg des Geldes ist ja auch eh so eine spannende Entwicklungsreise für sich selbst irgendwie, ne? Also ich finde, Geld zeigt dir so sehr den Weg auch auf irgendwie und deswegen vielleicht sich einfach zu öffnen, auch wenn man sagt, ja, ich will frei sein, aber Geld alleine macht nicht frei, das einfach mal zu drehen und zu sagen, ich erlaube mir, mit Geld frei zu werden, weißt du? Also, dass man da eine andere Bedeutung dem Thema Geld auch gibt, ne? Und nicht dieses Arbeiten schwer und hart, sondern, ne, Freude, Freiheit, Leben, leicht, ne? So. Ja, und ich glaube, also ich glaube tatsächlich nicht, dass Geld frei macht, ja, aber Geld macht natürlich entspannter. Und gleichzeitig habe ich auch schon die Erfahrung, weil ich natürlich auch schon ein paar Entwicklungsstufen auch erleben durfte im Business, ne, also von Einkommensstufen auch her und auch mit Menschen mich unterhalte, die einfach auch Multimillionen schon verdienen. Und was ich wahrgenommen habe, es ist halt tatsächlich, dass du kannst mit Geld dich auch unfrei fühlen. Natürlich. Das Geld ist nicht das Kriterium, warum du dich frei fühlst, sondern die Freiheit als solche kommt erst aus deinem Inneren. Und gleich, weil es kann auch zum Beispiel, es gibt viele reiche Menschen, habe ich gerade vor kurzem wieder gehört, die richtig viel Geld haben, aber die so in Angst leben, dass sie das Geld verlieren, dass es dann wiederum das andere Extrem ist. Ne? Du hast Geld und gleichzeitig hast du Angst, das ständig zu verlieren und versuchst die ganze Zeit, das festzuhalten. Und dann verlieren auch viele der Menschen, die erfolgreich sind, ihr Vermögen, ja. Und dann bauen sie es wieder auf, weil sie einfach wissen, wie sie es aufbauen. Also da ist zum Beispiel auch beim Thema Geld, ist erstmal Geld verdienen, aber Geld halten lernen, ja. Also ich durfte auch Geld halten lernen, also Geld haben,
Das ist eine andere Energie als Geld zu verdienen. Ich kann Geld verdienen, aber ich kann auch Geld nicht haben können. Ja, ja, also auch das. Ja. Und dann der nächste Schritt ist, Geld zu vermehren. Also alle drei Parts sind total wichtig. Nicht eins von denen, sondern alle drei sind wichtig. Und deshalb ist es, ich darf lernen, ohne Geld mich frei zu fühlen und dann praktisch auch mit Geld, weil Geld ist nur dafür, also was heißt nur dafür da? Geld ist praktisch dafür da, um einfach noch viel, also mehr Service auch für mich, mehr, also es macht bequem, es spart Zeit, es ist, also ich erfahre durch Geld so viel Wertschätzung für mich auch als Mensch, weißt du? Ob ich jetzt, ich sag mal ein kleines Beispiel und Flughafen, ne? Also ob du Business Class fliegst oder nicht. Nee. Es ist wirklich ein riesengroßer Unterschied. Und natürlich kannst du sagen, das Ergebnis ist immer das gleiche. Ich steige in Flugzeug ein und ich steige irgendwo aus. Warum soll ich das Doppelte zum Beispiel bezahlen? Aber die Wahrheit ist, dass wenn ich mich als Mensch, also wenn ich jetzt mich so wertvoll fühle, ja, und ich diesen ganzen Service, die Zeitersparnis bekomme und ich zum Beispiel einfach nur Getränke im Glas bekomme und nicht im Pappbecher, das alles macht was und gibt in irgendeiner Form mir gegenüber einfach Wertschätzung aus, drückt Wertschätzung aus. Und das ist ein Unterschied. Ja. Natürlich kann ich sagen, brauche ich auch nicht. Also ich kann auch Business Class fliegen, habe ich ja auch jahrelang gemacht, aber ich will es. Ja. Du meinst Economy fliegen. Nein, ich will Business fliegen. Aber weil du gerade gesagt hast, du hast es auch jahrelang gemacht. Ist egal. Ach so, ja, ich habe genau, jahrelang. Wir haben dich richtig verstanden. Ja, ja. Also ich habe jahrelang bin ich Economy geflogen. Ich sage ja, ich kann das, ich könnte auch heute das auch, aber wenn ich die Wahl habe, ja, dann wähle ich einfach dann den Business Class Flug. Ja, sehr schön. Gut, Beate, dann kommen wir tatsächlich schon zu unserer Abschlussfrage. Die regelmäßig den Podcast hören, wissen das schon. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Bild zu gestalten, was so groß ist, dass jeder Mensch auf der Welt dieses Bild sehen kann, wie würde es aussehen und was würde für eine Botschaft auf dem Bild stehen? Boah, ich habe jetzt sofort, was hochkam, war ein Bild, es ist einfach ein Bild mit voller Fülle. Also mit ganz, ganz vielen Dingen drauf. Also mit Geld, Reichtum, Gold, Essen, also wirklich alles. Und die Botschaft wäre, es ist für alle genug da. Weil die Wahrheit ist, es ist wirklich für alle genug da. Ja. Ja, das stimmt. Und wenn nicht genug da ist, wird nachgedruckt, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber es ist trotzdem so, dass es natürlich nicht gleichmäßig verteilt ist. Ich meine, das ist ja auch die Wahrheit. Ja, definitiv, definitiv. Sehr schön, meine Liebe. Du hast uns was Schönes mitgebracht, habe ich gehört. Ja? Oder? Die Aufzeichnung? Secret. Ach so, ich glaube, das wird ja heute auch, also wir haben auf jeden Fall eine Aufzeichnung, glaube ich, zu The Secret of Money. Ja, genau. Und wir haben aber auf jeden Fall auch noch die Masterclass The Magic of Selling Big, weil das jetzt auch im April ist und vielleicht können wir das auch zur Verfügung stellen. Ja, da brauchen wir nur den Link und dann verlinken wir das. Ja, das ist nämlich richtig, weil da geht es auch 3 Tage einfach um das Thema Geld und um das Thema Verkaufen. Und ich glaube, dass das ganz wertvoll ist. Vor allem ist es, wenn man live dabei ist, kostenlos. Man kann es im Nachgang dann erwerben. Aber für die, die, sage ich mal, live dabei sind, können das gerade mal einfach miterleben. Aber nur, ich lasse nur Leute rein mit Bild. Das habe ich tatsächlich, weil es kostenlos ist, gibt es das dann wirklich nur für Menschen, die sich entscheiden, ich bin live dabei und ich bin präsent. Es ist nicht nur, ich schaue mal, weil ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, die committed sind. Ja, richtig. Alles andere geht auch nicht, ne? Ja. Cool. Okay, und ansonsten finden wir dich auf jeden Fall Social Media auf den einschlägigen Kanälen, würde ich sagen, ne? Wir verlinken das alles. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, wo man dich finden kann? Also vielleicht ganz schön ist meine Facebook-Gruppe, weil da habe ich auch unterschiedliche auch Workshops kostenlos zu dem Thema Geld und Funnels und was das alles so einfach immer mal ansteht. Also ich glaube, das ist so die direkteste Verbindung zu mir, weil da gibt es mehr als auf normalen, üblichen Social-Media-Kanälen. Ja, okay, cool.
Sehr Aber schön. ich sag immer, Marina, wer mich finden will, der findet mich. Ach, Das ist, ja, ist er auch so. weißt Ist auch wirklich so. Heutzutage ist er wirklich so. Ja. Genau. Sehr schön. Es war mir ein Fest, liebe Beate, dass wir da jetzt mal mit dem Thema in die Tiefe gegangen sind. Und da freue ich mich drauf, wenn jetzt ganz viele Frauen hier noch inspirierter sind wie vorher für sich und auch für ihren Wohlstand zu gehen. Und ja, danke für das wundervolle Interview. Danke dir, hat mir echt Spaß gemacht. War fällig, dass wir uns kennenlernen. War mehr als fällig, auf jeden Fall. Sehr schön. So, ihr Lieben, dann schaltet auf jeden Fall nächste Woche Dienstag wieder rein, wenn wir ja die nächste Folge ausstrahlen. Denkt dran, gerne diese Folge auch bewerten oder teilen und oder teilen mit eurer Community. Und dann würde ich sagen, bleibt mir nur noch eins zu sagen. Denkt immer dran, free your mind. And the rest will follow. Sehr schön. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.